Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie in meiner Funktion als Mitglied der Geschäftsführung und dort für den Bereich akademische Aus- und Weiterbildung recht herzlich hier an der Fachhochschule St. Pölten zum 8. Tag der Lehre begrüßen. Es freut mich natürlich besonders, dass wir zahlreiche hochkarätige Vortragende haben. Und als Vertreterin für alle Vortragende von heute darf ich die Keynote von heute, die Frau Dr. Monika Birgit Schieber von der Technischen Hochschule Köln, recht herzlich hier bei uns begrüßen. Als Vertreter für unser Lehr- und Forschungspersonal, und jetzt bin ich richtig mit der Monika, unsere Kollegiumsleitung, Dr. Monika Wieslerzil. Ganz besonders freut mich natürlich, dass zahlreiche Vortragende, Zuhörer aus In- und Ausland hier sind. Also herzlich willkommen hier an der Fachhochschule St. Pölten. Bevor ich mit dem Thema einsteige, möchte ich noch in Kürze ein paar Eckdaten zur Fachhochschule St. Pölten geben. Uns gibt es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren, ursprünglich gegründet von der Stadt St. Pölten. Aber mittlerweile gibt es auch eine Beteiligung des Landes St. Pölten, des Landes Niederösterreich mit 26%. Und ich denke, wir haben, vielleicht auch ein bisschen Eigeneinschätzung, in den letzten zwei Jahrzehnten einen recht erfolgreichen Weg hingelegt. Und diesen erfolgreichen Weg, glaube ich, waren auch zwei Gründe, die wir am Beginn eigentlich gelebt haben. Das erste war für uns war immer wichtig, eine Forschung, die sehr nahe der Lehre ist. Und der zweite Grund war, bei uns war es immer wichtig, eine innovative Lehre auch zu fördern und zu fordern. Und ich glaube, beide Dinge können wir ganz gut leben. Wir haben eine Gliederung in sechs Departments. Wir haben ein Department Soziales, Gesundheit, Medien und Wirtschaft, Medien und digitale Technologien, Informatik und Security und Bahn und Mobilität. Mit derzeit etwas mehr als 3200 Studierenden. Und bei diesen Erfolgszahlen würde ich nur sagen, kann man ruhig auch ganz stolz sein. Wir gehören mittlerweile in Österreich zu einer der forschungsstärksten Hochschulen in dem Bereich. Und das zweite ist, wenn wir sagen, innovative Lehre, wir erzählen nicht nur davon, dass wir jetzt den achten Tag der Lehre haben, sondern wir leben sie auch. Wir haben zahlreiche Beispiele wie Doppelunterricht, Inverted Classroom, aber wir haben auch seit heuer einen Preisträger, einen Astrozendi-Preisträger mit dem Projekt iLab, das wir auch hinten ausgestellt haben. Als ich mir zum Tag der Lehre Gedanken gemacht habe, bin natürlich, wie immer, geht man dann mit diesen Gedanken schwanger. Und bei uns in der Familie gibt es, heute würde man sagen, ein Format, ein Samstagsfrühstück, das vielleicht werden Sie nachvollziehen können, warum Samstag und nicht Sonntag. Bei diesem Samstagsfrühstück hat dieses Thema eine heftige Diskussion ausgelöst. Und zwar das Thema der heutigen Veranstaltung lautet ja, gelernt wird, was geprüft wird. Und ich würde gerne zwei Dinge, die ich dann vielleicht noch aus dieser Diskussion mitgenommen habe, hier nochmal präsentiert. Das eine ist, mein 17-jähriger Sohn, relativ kritisch zu vielen Aussagen, hat es gemeint, ist ganz klar, weil er wird ja auch bewertet nach dem, was er nach Hause bringt. Also das war die eine Aussage. Und die zweite Aussage, von einer weisen 21-Jährigen, die Prüfung und die Noten werden überbewertet. Eigentlich sollte die Prüfung ein Feedback sein zu meinen Leistungen, aber das wird ja meistens vergessen. Wenn man jetzt diese zwei Aussagen meiner Youngsters mir ein bisschen weiterspinnen, dann würden oder erlauben Sie mir, dass ich vielleicht aus diesen Aussagen, des zwei Jugendliche vom österreichischen Bildungssystem einmal interpretieren, würde gerne ein paar Hypothesen, Fragen für heute als Diskussion stellen. Das erste ist, sind die Prüfungsergebnisse sind unsere einzige sichtbare Bewertung nach außen. Ist uns diese Aussage eigentlich bewusst? Gibt es nicht auch andere Faktoren, die wir in die Prüfungsergebnisse einfließen lassen wollten? Würden Sie als Firma den Absolventen, die Absolventin mit den besten Noten nehmen? Oder fehlt etwas in diesem Bewertungsschema? Sind die Prüfungen so gestaltet, dass die wahren Leistungen und Potenziale sich auch darin finden? Das ist so die erste Diskussionspunkt. Das zweite, wenn ich zu der zweiten Aussage komme, würde ich sagen, helfen unsere Prüfungen, Bewertungen dem Lernenden auch, seine Entwicklungspotenziale und Defizite zu erkennen und darauf reagieren zu können? Oder neigen sie eher dazu, dass man Dinge abhakt, weglegt und dadurch vergessen will?
oder wir können es auch als Frage dann einmal sehen, wie müsste man das Feedback gestalten, um die Studierenden zu animieren, an einem Thema dran zu bleiben oder weiterzuarbeiten. Und ein dritter Punkt, der mir dazu eingefallen ist, wie können wir die individuellen Stärken der Interessenten, der Studierenden fördern und auch bewerten und auch nach außen sichtbar machen. Wir wollen zwar, dass sie eigenständig, selbstständig, motiviert ihre Dinge abarbeiten, aber sichtbar werden sie dadurch nicht. Welche Basis müssten wir dafür in unserem Bewertungsschema schaffen, um diese Sichtbarkeit auch zu ermöglichen? Diese Fragen jetzt nicht als Kritik verstehen, sondern einfach als Anregung für die heutige Diskussion, für den heutigen Tag. Und wir haben ja zahlreiche Beispiele, Vorträge heute, wo eine oder andere Punkte dann auch herausgenommen werden kann. Und vielleicht hilft das Ihnen persönlich, einen Schritt in diese Richtung weiterzugeben. Das führt mich auch bereits zum letzten Wunsch für heute. Heute sind wir die Lernenden. Vergessen wir das nicht. Bleiben wir neugierig. Bleiben wir auch bei den Dingen dran und erwarten wir keine Wundermittel, keine Allheilmittel, sondern einfach versuchen wir uns Ideen mitzunehmen in das Gepäck mehr oder weniger und an diesen Ideen dann auch die nächsten Tage, Wochen oder vielleicht Jahre weiterzuarbeiten. In diesem Sinne möchte ich mich auch offiziell hier beim gesamten Organisationsteam im Namen von Josef Weißenberg und mir bedanken für die Organisation. Ich wünsche uns einen spannenden Tag der Lehre, vor allem einen inspirierenden und hoffe auf viel, viel Erfolg auch in weiteren Dingen.